Hallo und herzlich willkommen zum New Monday. Ich habe gerade schon mal angefangen aufzunehmen, allerdings war dann die Verbindung zum Server weg gewesen. Entweder war es wieder mein Internet oder ich weiß es nicht. Ich habe gerade was hergestellt. Bei den Karten, Schergen, habe ich mir einmal diese die 5 Ogre hergestellt und die Armbrust, das war Armbrust gewesen. Ich glaube, das waren die vier. Nee, das waren die gewesen. Die 6 Armbrustschützen haben wir noch gekauft oder hergestellt. Nee, das waren die Ork. Das war Ork gewesen. Ach, egal. Auf jeden Fall Armbrustschützen habe ich mir auch geholt. Super. Jetzt gehen wir schnell ins Deck rein. Achso, mein Tagesquest ist heute. Warte mal. Falschen Button gedrückt. Push the button. Meine Tagesquest, das habe ich heute gekriegt. Da sieht man, wie oft ich hintereinander gespielt habe. Einmal am Tag online war. Immer die Tagesquest gemacht. Ich muss nur ein Match machen. Und das ist kein Trainingsmatch. Also ganz easy. So, dann gehen wir nochmal schnell aufs Deck. Wir haben Überleben. Nein, Eroberungskarte dazu geholt. Dann werden wir mal schnell das Deck hier löschen. Zack, nee, nicht löschen, bearbeiten. Und den Inhalt lernen. So. Okay. Dann geht's jetzt los. Wir haben hier die Inventar. Na, wie heißen die? Die Items. Eine Bosse. Kann ich mir 3 Stück aussuchen. Ich nehme mich ja immer die mal mit. Bei denen habe ich noch nie gesehen. Deswegen nehme ich mal den mit. Und Level 1 Angreifer. Da nehme ich, welche 2 Karten nehme ich mit? Sind die einmal ganz gut, weil sie schnell sind? Und die, weil sie viel aushält. Da finde ich die Armbrust gut. Also nehmen wir hier die viel aushalte mal wieder. Die Armbrust schützen. Level 3. Nehmen wir die Trollschilder mit. Die hätte wahrscheinlich noch mehr aus. Noch nie gehabt. Und die Armbrust wieder. Was machen wir hier? Scheins. Und wieder die Armbrust. Jetzt kommen die Pfeilen. Jetzt muss ich mal wissen. Was spiele ich? Spiele ich lieber Angriff, Verteidigung. Normal nehme ich den immer mit. Dann nehme ich mal 2 auf dem Boden, 2 an der Wand und 2 an der Decke. So dass es eigentlich einigermaßen aufgeteilt ist. Ich nehme mal die billigsten mit, weil ich denke mal 500 wäre verlangsamt. Okay, ich könnte Therme nehmen. Verlangsamt. Und. Ah, hin. Jetzt an der Wand. Da habe ich ja nicht allzu viel. Da habe ich 1, 2, 3. Einmal die. Pause ist 9,5 Sekunden, ein bisschen lang. 9,4 ist genauso lang. Nehmen wir die auf jeden Fall mit. Ach, dann geht's. Oder? Nee. Preiswerter. Ach, okay, nehmen wir den. Und jetzt kommt die Decke dran. Das ist natürlich immer ganz super hier, die Armbrüste. Armbrüste. Die Basilisten, die sind richtig cool. Und der hier, der elektrische Stromschlag, den er da verbreitet. Nee. Nee. Da werden wir auch die übernehmen. Weil die hauen richtig Schaden raus, die beiden. So, dann kommen wir jetzt zu den Karten. Zu den Verbesserungen. Den. Alle 3. Ein Dreieckkarte könnte ich mir noch. Muss ich mir noch erstellen. Dann kann ich die auch noch benutzen. Speichern wir.
und gehen gleich rüber zum Spiel. Ich hoffe, wir spielen jetzt auch ein paar Leute. Eroberung. Schauen wir erstmal bei den Bots nach, ob wir Gegner finden, die mit uns gegen die Bots kämpfen möchten. Solange ich mal einen Schluck. Ein Schluck. Ich nehme immer hier den hier. Dann drücke ich jetzt einmal den. Okay, dann bin ich Verteidiger. Verteidiger, Verteidiger, Plünderer und zwei Angreifer. Oder ändert sich, ändert da noch einer was? Ne, alle fertig. Okay, dann kann es losgehen. Was hat der eine gerade geschrieben? Ich glaube, der meint mich gar nicht. Meint er mich? Red Huntman? Keine Ahnung. Nichts gesehen. So. Oh, cool. Das ist, glaube ich, sogar ein Verteidiger normalerweise. Ach, da steht das nicht, die Liste. Okay. Ich schaue erstmal, was für eine Lane er machen möchte. Dann gehe ich auf der anderen Lane. Aber erstmal muss es losgehen. Gleich wenn es losgeht und man wartet hier 1-2 Sekunden. Dann kommt er beim Pfeil an, sieht man immer genau, wo man lang laufen muss. Joa. Aber da fehlt noch einer. Der eine Spieler hat aber ganz schön lahmes Internet, würde ich mal sagen. Ah, da ist er. Ich bin bereit für den Sieg. Okay, da ist die Linie, die ich hinterherlaufen muss. Der Versuch wegzulaufen wäre aussichtslos. Aber warum bin ich diesmal kein Held? War ich doch letztens schon mal epic. Dass einer besser wie ich so ist. So. Mach das ja eigentlich immer. Ich mache hier vorne zu. Bei den einen mache ich hier dazu. Aber. Hey, nimm das. Wir brechen durch ihre Verteidigung. Der Gegner hat ein Kriegslager geöffnet. Ja, oh! Sie haben unser Tor zerstört. Ja, ja!
Ich mag Überraschungen. Ah, mir fehlt noch ein bisschen. Nein, nicht da. Schon sagen. Dadurch, dass ich jetzt hier die Barrikaden nur baue, mache ich natürlich keinen Schaden. Was? Der Computer hat schon zweite Lane offen? Kann nicht sein. Kann doch nicht sein, dass er schon die zweite Lane hat. Ja! Ich da oben noch mal schnell die eine Barrikade hinzusetzen. Das sieht nett aus. Und gehe jetzt komplett unten lang. Also mach jetzt hier unten mein Ding. Upgraded a minion port. Der Gegner hat ein Kriegslager abgegradet. Boah, Alter, was ist mit denen los? Ein Krogon wurde geködert. Hier kommen keine Schergen durch. Ja! Auf Schwierigkeitsstufe einstellen. Ja, dann ist auch schon gerade hier auf Heavy eingestellt. Oh. 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 Boah, das kann doch wohl nicht sein hier. Was geht denn hier ab? Wir haben den gegnerischen Wächter besiegt. Nein, so nicht. Gleich gibt's einen Strike. Da einen. Ich bin gerade dafür total geschockt darüber, dass die hier so. Ja! 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 Das ist ja mein Fall. Ja! Meine Güte. Was ist denn das für heute? Bleib zurück, Eindringling.
Vielleicht hier drüben. Sieht gut aus. Puh. Das geht hier richtig ab heute hier. Ja! Bleib zurück, mein Oh! Ja! Den Griff werden Sie ja nicht erweitern. Hier ist kein Durchgang. Hallo! Magie! Hehe! Ach, wir sind um. Unser Wächter wurde besiegt. Oh, also das hat keinen Spaß gemacht. Sie haben unser Tor zerstört. Die sind noch. Zu meiner Lane gehen. Wir brechen durch ihre Verteidigung. Ein Schelde entkommt. Sieht gut aus. Hier kommen keine Scherben durch. Ach, Chemie. Der Rift ist bei mir sicher. Der ist ja auch schon fast tot. Probiere ich die Ter. Ein Krogon wurde in Fallen die Enge getrieben. Gleich. Ja. We've upgraded a minion portal. Zerstört. Wir brechen durch ihre Verteidigung. Ja. Wir haben den gegnerischen Wächter besiegt. Ja. Sie haben unser Tor zerstört. Ja.
hast du schon mal einen Ogre aus der Nähe gerochen? Ja! Ich brauche Mana. Dafür brauche ich mehr Mana. Ja! Oh! Ja! Mein Gefühl hat eine Lust in den Bein! Die Gegner haben ein Kriegslager abgegradet. Wir brechen durch ihre Verteidigung. Gleich erstmal die Tore reparieren. Ihr Rift verbrannt. Sie haben nur noch die Hälfte ihrer Rift-Punkte übrig. Wir haben den gegnerischen Wächter besiegt. Upgraded a Minion Portal. Sie haben unser Tor zerstört. Wir brechen durch ihre Verteidigung. Sie haben unser Tor zerstört. Das sieht nett aus. Hier kommen keine Schergen. Mamma mia. Was? Die sind schon... Kann man nicht wahr sein. Hier stehe ich mit meinem... Wir brechen durch ihre Verteidigung. Ja, gewonnen. Also die Runde, die war ja richtig heavy gewesen, sag ich jetzt mal. Warum war am Computer gleich am Anfang schon so stark gewesen? Das verstehe ich nicht. Naja, wir haben es geschafft. Ich fand, ich habe meine Lane ein bisschen besser verteidigt. Aber das ist ja... Hauptsache gewonnen. Und mein Tag ist fertig. Oh, ich krieg gleich wieder was bauen. Schön. Spieler anschauen. Schaden an Schergen habe ich am meisten verursacht. Platzierte Fallen 26, der hat nur 19. Okay, er hat die meiste Kombo. Ich habe 5er Kombo gekriegt. Die anderen nicht. Außer ja vom Gegner noch 2. Aber sonst. Sag ich mal, ich war gut. Ja gut. Das war's für heute. Wurde gerade wieder rausgeschmissen. Wie vorhin schon mal. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.